Alter! So. Du lebst wieder. Lass mal vorbeilaufen. Komm. Die XP sind jetzt. Die umhauen, die geben mir P. Die spawnen aber dauerhaft, die sind zu stark. Die spawnen nicht dauerhaft. Unsinn. Die spawnen immer nur 10 oder so aus so einem Ding raus und dann war's das. Jetzt mal ein Problem. Jetzt sind wir alle tot, super. Alle auf den Typi vor mir. Den kriegen wir schon kaputt. Mit der Riffle, die ich hab, kriegen wir auch. Danke! Oh, toll. So. Also, gutes anders. Freunde. Ja, ist ja jetzt kein tragischer Welt. Die sind auch jetzt total unendlich oft gespawnt. Sind die auch. Ja, das ist. Du das sagst. Komm her. It's Borderlands. Ist das normal? Borderlands. Wo müssen wir och, überhaupt hin? Nee. Hier oben lang. Ach, das ist doch scheiße. Was denn? Außer Weg außenrum. Außer sind zwei bei den Felsen. Warte. Weiter skillen. So. Ich skill. Wieso stellst du dich da einfach an den Felsen hin? Ich hab jetzt schon 200 irgendwas HP. 270 oder so. 190. Wo bist du überhaupt? Weil ich denke mal, du machst später mehr mit deinem Absorb, mit deinem Schild. Ja, nee, ich darf da irgendwie. Nee. Weil ich jetzt auf Panzer gehe hier. Ich meine, ich guck mal bei uns. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt so Schilde, die 1300 absorbieren und immer noch 500 HP oder so, damit man sagen tragen kann. Ja, nee, die Sirene kann das ja auch für das skillen. Nein, bin runtergefallen. Oh mein Gott, da kommen 4 Stück von unten. Hey, ich bin neben dir. Einfach weiterlaufen. Bleib mal hier hin. Weiter. Wenn wir zusammenstehen, ist das vielleicht besser. Nee. Da kommt so ein brennendes Vieh, Alter. Verdammt. Yes, oh, da ist so ein ordentlich knallharter Level. Like, Level 10er. Also, Level 10er, hey, pass auf. Das ist echt alle gegen alle und Hauptsache du überlebst. Ey, Alter. Erstmal so kleine Unboxen, sodass ich wieder zu einer Stärke finde. Bam, bam, bam. Muss ja groß sein. Geh mal kurz die da. Freunde, gell? Nein, machst du nicht. Doch, mach ich. Keine Muni mehr, na super. Sniper. Oh, hey, das ist Level 10er. Ey, ich hau mit aufs Level 10er. Jo, ich auch. Irgendwie. Oder soll ich mal die ganzen Spucker hier oben boxen? Nein! Ich bin im Arsch. Komm, ich verrechse jämmerlich. Und das ist das, was ich meine, die Spawn. Dauer. Das haben du kannst ihm Damage machen von hinten, ich immer nicht. Mach ich. Ich stehe da irgendwas, was spuckt neben mir. Nein, nicht nachladen! Nein! Alter, ich wollte dich wiederbeleben. Nein! No. Töte ihn! Ich bin tot! Die Blumen da hinten noch bekommen? Nö. 7 von 8? Ich bin auch tot. Hab ich nicht. Hast du 7 von 8 Blumen? Nein. Ja, ich auch. Wie hast du denn? Ich hab auch 7 von 8. Ich hab 6 von 8. Hm. Echt jetzt? Ja. Also, wenn jetzt die Quest fertig. Deswegen hab ich gesagt, Sico nicht volllaufen. Und die Kiste aufmachen und noch die geilen Sachen linieren. Bist du in der Ecke in der Kiste? Wo ich denke? Ja. Das zeugt Schocknova. Sniper gerade. Nee, ich meine nicht die Kiste, es gibt doch noch die andere Kiste. Achso, die musste ich auch noch gleich holen, ja. Ja, dann hol dir. Ich hab immer so ein geiles Schild gekauft jetzt. Das mit der Schocknova? Ja. Yep. Das sind immer so Angebote, die sind dann mal immer so für 10 Minuten oder sowas. Und wenn die dann raus sind. Wenn man hier sitzt und keine Muni mehr hat. Ich komm gleich zu euch, Freunde. Ich will ja nochmal hin für die Kiste, das ist ein Epic Skin. Okay. Wir gehen jetzt nochmal. Die Quest ist zwar bei uns jetzt allen fertig, aber wir gehen jetzt nochmal hin. Da gibt's fetten Loot. Okay. Lass dich noch schnell für meine Combat Riffle upgrade. Also du hast jetzt echt 7 von 8. Nö. Soll dich nur verarschen. Achso. Ja, dann bist du so politisch. Das wäre echt verdammt bitter gewesen, wenn du das jetzt in Singleplayer hättest machen müssen. Da wär ich geraged, aber sowas von. Weil Herr Rusher volllaufen muss, anstatt mit dem Pi zu kämpfen, dann hätten wir es kaputt bekommen. So, jetzt hab ich gut Money. Gott. Könnte. Herr Rusher bin übrigens ich gemeint. Ich hätte dich ja auch Herr Durchsichtig nennen können. Mr. Face Walk! Hui! Hui! Also, ich prügel auf das Teil ein und der rennt hier weg. Gar nicht wahr. Nö, das sieht nicht nur im Hintergrund. Das ist voll geil, der Face Walk, ey. Wenn du mal irgendwo zurückhängst. Tut er ja nie, das kann man ja nicht mit dem Face Walk. Nein! Wo war das denn nochmal? Hier war die Stelle, gell, wo man drauf hüpfen kann. Ach. Ist jetzt irgendwo eine Kiste, da sind jetzt so zwei so ganz große drin, wie da unten der da noch steht, der Knallharde. Schkack. Und der fast tot ist. Ne, der ist fast voll. Ach Gott, komm drauf. Dann holen wir uns. Alter, ich hab ihn mit dem Mund geschossen. Jetzt, 140. Ich tu einfach von hier oben drauf. Mann, brauch Hilfe. Tu ich. Ich helf dir. Als Pussy, die hier oben. Wir haben einen Granatwerfer. Ich schmeiß Granaten so zwischen die. Mann, Alter. Ich mach ihm Mighty 20 Schaden. Nein. Nee, 30. Warte, ich komm mal und rest dich. Ich retze ihn. Mach die Granaten da nicht, Alter. Bitte schnell. Oh, der ist geplatzt.
Süß. Ich hab fürs Rätseln Level abgekriegt. Wow. Ja, genau. Das kann ich auch mal erklären. Es gibt so kleine Ingame-Achievements. Das ist zum Beispiel jetzt wie kaufe 50.000 irgendwas. Als Beispiel, jetzt krass gesagt. Dann kriegst du irgendwie davon XP. Und ein Achievement, was es zum Beispiel gibt, ist irgendwie hebt Leute auf. Okay. Ihr hofft, dass du einen jemanden aufhebst, dass du irgendwann bekommst XP. Und deswegen hast du gerade Level Up durchs Aufheben bekommen. Und das ist ja cool. Das gibt zum Beispiel, wenn du ganz viele Sachen verkaufst oder irgendwelche Sachen kaufst oder ach, keine Ahnung, gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ich kann es auch einfach wieder auf den regulären Weg holen oder soll ich einfach das Ding ninjan und dann gleich gucken, was drin ist mit euch. Ich renne jetzt rein. Und ja, da ist schon der erste. Ja. Wobei die Sniper jetzt schon ein ganzes Stück praktischer ist. Also wir kann man nicht die ganze Zeit draufholzen auf die Viecher. Normalerweise sieht das doch so, soll das auch so aussehen, dass die auf mich gehen und du dann snipest. Okay. Es war ja auch so. Bis ich dich retzen musste, du bist da durchsichtig. Ey, ich bin. So muss ich von der Klippe runter und dich retzen. Ich bin Mr. Faust. Die Faust Gottes oder wie? Ne, Klaus mit der Faust. Wow, ich sag die Items ein, dann laufen wir weg. Nett. Lass dir den Fett in den Mund schießen. Lauf! Lauf! Da war ein Sniper drin. Jo. Was? Lauf einfach. Du hast die Waffe. Wir müssen hier raus. Hey, ach na. Oh. Okay, ich muss mein inneres Selbst überwinden. Ich beeile mich, wenn ich stirb, Tom. Gib Gas. Tu ich. Eine Menge an dir. Trink die mal hinter dir an, damit schön. Ey, das ist so geil, wenn du die anzündest als Sirene. Das macht einfach übel Bock, weil die Zahlen da übelst runter. Jo, das ist bei mir zum Beispiel Säureschaden, Stromschaden, Feuerschaden oder mal normaler Schaden. Nein. Ohne Witz, die greift mich an hier. Ich kann dich nicht retten. Brauchst du gar nicht. Okay. Weil theoretisch können wir sie killen. So extrem heftig sind die jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass mein Berserker ready ist. Das ist eigentlich perfekt, wenn die so ein Level drüber sind. Das ist so abartig, was für einen Schaden du machst, wenn du die anzündest. Sieht gerade aus wie so eine Katze, als mit der gerannt ist. Mit seiner Pfote. Es gibt einen drauf! Alter, wie du da rumbrüllst. Ja, das ist schlimm. Wie so ein Geistesgestörter. So, warte, das kann ich mir mal das Zeug... Die Sniper ist gar nicht mal schlecht. Nee, warte, das ist eine bessere. Viel bessere. Dein ist blau, ne? Warte, hier. Knochen da unten uns an. Also ihr solltet gerade sehen, meine Kinnlade ist förmlich nach unten gesunken. Was denn das? Wie kommt der hier mindestens hoch? Mindestens Level 13, Alter. Ich kann die erst auf Level 13 anziehen. Aber dafür geht die ab. Das Gute ist, da wir zu dritt spielen, gibt's viel, viel, viel besseren Loot. Der ist an sich zwar auf Level 10 kann ich auch schon mal eine bessere. Der ist zwar im Grunde derselbe, der ändert sich nie, aber der ist dann einfach besser. Ja, die Logik muss ich nicht verstehen, oder? Das ist so eine Borderlands-Logik irgendwie. Du bekommst zwar, also sag mal... Ist zwar derselbe, aber er ist ja, genau, besser. Ja genau, das ist derselbe Kram, aber mit anderen Stats einfach. Zum Beispiel der eine Boss später droppt so eine Epic-Shotty, die sowieso schon mal mehr ist, das ist schon mal Fakt, aber... nee, Das ist eine Element-Shotty? Nee, das ist normale. Wie ich wieder kämpfe? Nicht kämpfen, laufen. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Zum Glück droppt man später fast nur Elementarwaffen. Ja, da hast du einen ordentlichen Vorteil. Alter, ich meine, was meinst du, dass ich mich schon darüber aufgeregt habe? Wenn wir irgendwie ein DLC oder so machen, zu 90% gehört dem Blut dem. Einfach nur Scheiße für mich dabei. Das Gute ist, jetzt bin ich ein Berserk. Was zockst du bei eurem Speicher? Einen Jäger und ja, Serena. Ah, okay. Also, habe ich immer noch die Hoffnung, dass Jäger besser werden darf, oder wie? Er wird besser. Nur, ja, du kriegst nur keine Waffen. Genau. Super, da freue ich mich schon drauf. Und ich habe das Glück, ich krieg Raketenwerfer und den ganzen Kram und Shotties. Die droppen auch relativ gut. Raketenwerfer als Sirene, bringst du das überhaupt? Nee, jetzt mit Berserker. Als Sirene habe ich ja schon meine Elementarwaffen, nichts anderes. Dann nimmst du ja SMGs und ja, manchmal auch Shotties, je nachdem. Eher selten. Und wenn wir irgendwann mal DLC spielen, können wir auch mal unseren Geheimtrick machen. Geheimtrick? Jo, der ist geheim, der ist amüsant. Der ist so geheim, dass ihr nichts verraten könnt. Nein, das ist... ein... Surprise. Genau, eine schöne Surprise. Eine Überraschung. So, so. Wir rennen durch die Pampa. Ich glaube, unser lieber Herr Schwämmchen war was bei dem reinkam. Ne? Da
Glück. Oh, eine Sniper. Was ist, was? Ich wusste zwar was. Ah, nee, sie sind diese. Oh, Alter. Streckshot. Ich hab diese komische Shotty gekriegt. Ich auch. Hast du die in F? Ich hab übelst die geile Sniper gekriegt. Ja, wir bekommen dieselben. Das ist auch wieder sowas. Wir bekommen denselben Loot quasi bei den Quests, aber. Es ist halt, das kann, also ich hab zum Beispiel jetzt eine blaue bekommen, also eine plus 60% Schaden, plus 50% Rückstoß. Ich hab zum Beispiel jetzt eine Rar Shotgun bekommen. Kann sein, dass einer von euch eine grüne bekommen hat oder vielleicht sogar eine Epic. Ist jetzt hier die sieht doch total dumm aus. Guck mal, die schießt so Perlchen. Wie ist das? Da muss man in den Himmel schießen, das sieht egaler aus. Das ist meine Shotgun, die ich jetzt benutze. Sieht man in den Himmel. Was ist das für ein Dreck? Ja, die prallen dann noch ab. Vor allem guckt ihr einfach in den riesen Keller mit der kleinen Shotgun. Echt? Wie sieht das aus? Das ist total beschissen. Auf ehrlich zu sein. Ja, da hast du recht. Also ich will nicht mehr Genauigkeit verbessern, ich erhöhe jetzt den Schaden von meiner. Ja, deprimier mich ruhig, mach mich ruhig zum Emo. Althunder skillst du relativ hybrid, gell? Also das Ultimate ist gar nicht so wichtig. Außer das mittlere Ultimate, das solltest du relativ fix wollen. Ich treff die damit nicht mal. Bloodwing greift zwei Ziele an. Super. Ja, dann greift halt mehrere Ziele an. Dann greift man halt später abartig Schaden im Vergleich zu den Waffen. Jetzt gehen wir die Quest machen. Der macht ja jetzt schon 270, Alter. Ja, später macht der halt einfach mal 3 bis 4K. Jetzt gehen wir die Quest machen, wo wir sonst eben gestorben wären, wenn wir die gemacht hätten. Ja. Okay. Ach, diesen anderen Typ wieder. Genau, auch mal, diesen. Und dann kriegen wir unsere. Können wir Derby machen. Ich fahr allein. Schon mal vorweg. Ich will fahren. Und ihr wollt wahrscheinlich nicht, dass ich fahre. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Wo ist der irgendwie Typ? Treff ich nicht, kann das sein? Ah, da kommt er gerade raus. Vogel! Nee. Moment mal. Geh mal nach Schalter. Boah, die Sniper geht ab. Da macht man ordentlich Schaden mit. Schütz mich mal, ich stelle mich in die Ecke. Wen muss ich denn töten? Wo ist denn der? So, genau. Gegner, die da rum. Hab ich schon umgeprügelt, kann das sein? Moment mal. Ich hab den da oben. Nee, wir müssen doch erst die Questrunden abgeben, sonst kommt der doch gar nicht. Bei dem. Nein! Nein! Der kommt doch immer. Nee. Sag doch, du kannst ihn in Ruhe lassen, ich hau ihn um. Press ihn mal. Echt, die Shotgun ist so für'n Arsch, Alter, das ist so ein Dreck. Bam! Klar, Mann, der läuft doch hier immer rum. Wir haben noch Machete! Achso, wir haben noch eine Quest, stimmt. Ja, wir müssen erst noch. Die Machete irgendwie schlecht ist. Zu dem Auto-Ding, wo wir ja, das auch testen können, das Auto. Ich denke mal, ich laufe mal kurz mit Facebook vor. Mach das schnell oder mach den Typen schon mal kaputt. Stell dich aber in den Eingang rein am besten. Sonst skillt er uns jetzt. Ich stell mich hinter dich. Ich muss sowieso mal haben. Kann man später skillen, dass der Facebook länger hält oder kann man dem gerade noch ein bisschen kurz vor? Komm hier hoch, ist besser. Ich glaube, aber da musst du, glaube ich, Attentäter dafür werden und nicht elementar. Ja, du kannst ja später mehrere Bäume. Also das Multimate kriegst du relativ schnell, wenn du nur in einen Baum gehst. Ja, okay. Hier, Bonehead. Da ist er. Ich treffe ihn. Komm. Level 11. Ja, er ist gespawnt. Und die Sniper ist immer noch voll ungenau. Ich geh dran. Warte. Dachte, später kriegst du ja auch noch deinen Class-Mod und so, der sobald du deine Ziege neu kriegst, einfach mal 50% erhöht. Die Drecksau, die. Nein, Bro. Ich werde dich retten. Du rettest ihn, dann kann ich weiterhin draufschießen, ja. Der ist hässlich. Ey, der, komm, der abgeht. Kritisch, 212. Der ist nichts sagen, aber hast du dich mal angeguckt. Alter. Alter, der Falke macht nix. Jo, der stuck, gerade in Häusern stuck der an jedem kleinen Ding. Also, da musst du echt gucken, dass du. Ich bin hier ein auf Tank skilled und mach. Alter! Ey, das ist jetzt nicht mehr witzig. Jetzt! Oh, Alter, retz ihn, schnell, der despawnt gleich. Schnell. Boah. Durch. Nein, bist doch eine itemgeile Sau, Alter. Ja, ohne Witz! Sack die da hast du gesehen, wie schnell deine AP weggegangen wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich. Oh, wo komm ich denn jetzt raus? Hinten im Lager, glaube ich. Wahrscheinlich hat er jetzt die Epic-Knarre eingesagt. Die übrigens mir gehört. Meins. Die er jetzt eingesagt hat. Ja, sagen wir mal das Modul ein, dann kann ich die Quest abgeben. Ich hab die Quest schon mal ab, genau. Das ist tot, wenn es zur Kraft war. Das Geile ist auch, später beim zweiten Mal durchspielen, droppt ein Mob irgendwie so 2 bis 3k an Geld. Dollar, whatever. Kriegst du da irgendwelche Boni, wenn du es nochmal durchspielst, oder wie? Nö, das ist einfach ein höheres Level und die Dinge kosten noch 1 bis 2 Millionen. Das Spiel ist in dem Sinne dasselbe, bloß halt die Mobs sind stärker und der Loot ist besser. Das, was ich gemeint habe, da droppt man zum Beispiel dieselben Waffen, aber einfach. Weil das ist ein Epic und Stats blau, drauf. Genau. Alter. Wie ich ihn nicht treffe! Ich kann nicht ein großes Auto gemacht hast, ich hasse dich dafür. Und so das bei mir mitfahren. Ich weiß jetzt nicht, ich mach schon mal hier die. Ich bin aber schon beim rosa Auto drin. Achso. Ja, ist okay.
Peng! Wo bist du jetzt lang gefahren? Ja, über die Piss-Swash. Die Rampe. Über die Rampe bist du gefahren. Ich muss mal zu irgendeinem Muniladen gehen, weil ich nur noch eine Munition habe. Ja, machen wir jetzt, der kommt jetzt an. Nur noch eine Munition.